Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich dir einen kleinen Tipp verraten möchte, wie du ja mehr Umsatz machen kannst. Mich blendet hier die Sonne ein bisschen, aber ich denke, das kriegen wir trotzdem hin. Und zwar beobachte ich immer oder oft bei Verkaufsgesprächen folgendes Phänomen. Heute Morgen gerade wieder beim Bäcker. Und zwar beim Bäcker stand vor mir eine Frau, die ein ganz spezielles Brot wollte. Und sie hat halt die Verkäuferin gefragt. Die Verkäuferin hat daraufhin einfach halt gesagt, dass sie das Brot nicht da haben. Und beide haben sich verabschiedet und jeder ging so seines Weges. Und was war also quasi das Ende dieser Geschichte? War einfach folgende, dass halt quasi die Verkäuferin keinen Umsatz machte. Das hat nichts verkauft. Und die Frau, also die Kundin, hatte eben nicht das Produkt, was sie wollte, musste jetzt noch woanders hin. Und manchmal ist es dann doch ganz einfach, wie man trotzdem zu Umsatz kommt, wenn man einfach mal nachfragt, was die Person vielleicht anstelle dessen doch noch hätte oder gerne hätte und dann dementsprechend einen Vorschlag macht. Ich möchte das anhand eines Beispiels von mir selbst zeigen. Und zwar, meine Freundin und ich sind momentan gerade dabei, Umzugsvorbereitungen zu treffen. Und im Zuge dieser Vorbereitungen haben wir natürlich auch einen neuen Boden rausgesucht. Wir haben also ein Fachgeschäft aufgesucht. Und nachdem wir dann den Boden ausgesucht hatten und uns für den Boden entschieden haben, hat der Verkäufer halt quasi eben den Boden aufgeladen und ihn uns zum Auto gebracht. Und wir standen an der Kasse und wollten dann schon bezahlen. Dann meinte der Verkäufer zu uns, dass wir ja noch Fußbodenleisten brauchen. Und klar, stimmt. Also gleich Zusatzverkauf. Wir haben uns die Leisten rausgesucht und haben die bezahlt, haben die zum Auto gebracht. Und als wir dann eben an der Kasse standen, meinte er noch, und was sie jetzt auch noch brauchen, ist, sie brauchen eine Übergangsleiste. Ja, also für die zwischen die Tür so eine Leiste. Und ich sagte darauf zu ihm, ja, stimmt, aber ich glaube, wir haben da in der Wohnung noch eine drin. Und dann meinte er so, also sie brauchen definitiv eine Übergangsleiste und sollten sie wieder erwarten, doch schon eine drin haben, dann können sie gerne jederzeit die Leiste eben auch wieder zurückbringen, bekommen dann das Geld zurück. Also Zusatzverkauf 3. Lange Rede, kurzer Sinn. Du bist Experte auf deinem Gebiet. Du weißt, was richtig und was wichtig ist. Und dementsprechend solltest du auch auftreten. Das heißt, berate deine Kunden dahingehend und empfehle ihnen das, was sie auch tatsächlich brauchen. Weil wir haben in keiner Art und Weise haben wir dieses Verkaufsgespräch so empfunden, dass wir uns fühlten, als hätten wir oder als wollte man uns was andrehen, sondern wir fühlten uns im Nachhinein gut beraten und wir mussten nicht noch ein zweites Mal, weil wir hatten tatsächlich keine Übergangsleiste, wir mussten nicht noch ein zweites Mal irgendein anderes Geschäft. Also alles in allem hat der Verkäufer 3 Sachen verkauft, anstatt nur den Boden, und hat dementsprechend mehr Umsatz generiert und wir waren zufrieden, weil wir uns gut beraten fühlten und weil wir ja nicht noch mal in ein anderes Fachgeschäft mussten. Okay, das soweit jetzt für diesen Tipp heute. Ich wünsche dir viel Spaß, alles, alles Gute, maximalen Erfolg, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.